Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Train Fever und ja, das ist unsere Baustelle. Genau, da haben wir in der letzten Folge dran gebastelt, denn wir brauchen hier eine Verbindung von unserem neuen Güterbahnhof hier hinten zu dem Stahlwalzwerk hier vorne. Da unten ist es und da fehlen noch die letzten paar Meter. Jetzt gab es wieder so viele Kommentare. Danke, 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 danke schön. Ich muss noch mal ganz schnell zum Thema Wunschzüge sagen. Ich muss das nach Datum des Eingangs behandeln, der Fairness halber. Also sprich, wer halt zuerst den Wunsch geäußert hat, dessen Zug werde ich auch versuchen zuerst einzusetzen. Und dann werde ich das nach und nach abarbeiten mit viel Freude, denn das macht wirklich Spaß. Jetzt nur die Strecke hier, die neue Güterstrecke, die ist natürlich irgendwann voll. Wir können da nicht 100 Züge draufsetzen, aber hehe. Ja, mein Gott, wer hindert uns daran, eine weitere Güterstrecke zu bauen? Wir haben jetzt eine hier so quer rüber. Wir können natürlich auch noch eine von hier unten rauf machen. Dann kreuzen wir irgendwann diese Strecke hier und dann können wir da ganz viele Züge einsetzen. So viel mal dazu. Und dann habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht hier im Zuge dieses neuen Updates. Oh, es gab übrigens noch ein Update. Jetzt müsste man irgendwie die Wagen wieder mehrfach beladen können. Ich muss mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß nicht ganz, wie das gehen soll. Wir werden es rausfinden. Und, also man kann mir sagen, was man will. Die Performance ist wieder besser geworden. Ich konnte beim letzten kurzen Anspielen tatsächlich mal, man glaubt es nicht, mir fehlen die Worte, in Weißwasser zugucken, ohne Geruckel. Sollen wir mal gucken gehen? Wenn mir jetzt nicht das Spiel wieder irgendwie einen Streich spielt, also es sind nicht 60 Frames, aber es ist auch kein Geruckel mehr in dem Sinn. Ja, jetzt ruckelt es ein bisschen, okay, wir kennen Weißwasser. Es ist irgendwie immer das erste Mal durch. Scrollen ist dann doch zäh. Aber ja, ja doch, es ist besser. Jetzt ist es aber nicht wieder merklich besser. Vorhin war es gerade noch besser. Da ist halt einfach dieses olle Aufnahmeprogramm spielt halt auch noch rein. Und es kommt immer auf die Position an. Ja, gut, jetzt sind wir wieder bei der Thematik. Weißwasser ruckelt. Es ruckelt ein bisschen weniger. Und hier haben wir noch einen Zug, den wir sowieso gleich noch brauchen. Ist gut, dann wissen wir, wo er steht. Denn zuerst müssen wir noch eben diesen kleinen Fehler ausmerzen. Das war, ich muss mal schnell gucken, die Linie 79, die habe ich falsch eingestellt. Und zwar habe ich da, glaube ich, Kohle eingestellt und Eisenerz wäre verlangt. Ja, ja, das hat man dann eben. Wir machen mal Linie 79 auf beim einen Zug oder war das bei allen? Ne, es war, glaube ich, einfach der Fahrzeugersatz. Wir werden es rausfinden. Wir gucken mal, sobald es geladen ist. So, was haben wir denn hier? Hier habe ich Kohle. Aha, und wir brauchen hier Eisenerz. Echt, warum das denn? Ich gehe mal schnell gucken. Kostet ja nichts. Wo haben wir denn die Linie? Jetzt sind sie alle weg. Ich bräuchte sie nochmal. Nur sichtbar am besten. Bringt das was? Nö. Was haben wir denn hier für eine Linie? Was hat die denn für eine Farbe, die Linie 79? Wir machen das anders. Hier hinten, die gelbe. Tatsächlich, okay, ist Eisenerz. Nicht, dass ich das nicht geglaubt hätte. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja, danke für den Hinweis. Okay, das können wir hier ja zum Glück ändern. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. So, dann hätten wir den Fahrzeugersatz eingerichtet. Das müsste klappen. Was transportiert denn der jetzt? Sieht man hier nicht. Doch, Kohle. Das ist natürlich auch falsch. Eigentlich müsste man die jetzt schon auswechseln. Aber wenn ja Fahrzeugersatz erfragt wurde sozusagen, darum gebeten wurde, ja, dann werden die sowieso ersetzt. Dann hat sich das auch erledigt. Gut, sehr schön. Dann können wir mal noch ganz schnell zu diesen amerikanischen Loks kommen, bevor wir da hinten bei der Stahlwalzwerkstrecke weiterarbeiten. Die vollenden, das dauert ja nicht mehr lange. Jetzt dieser Zug hier, der ist, ja, kann man dem falsch zusammengesetzt sagen. Er ist halt heisenbergisch zusammengesetzt. Hier vorne, also nach vorne gerichtet und hier nach hinten. Das wäre von der Grundidee her so, wie das der Wunsch Antrag auch wollte, sozusagen. Nur die Lok, die sollte hierhin. Also nicht ganz an den Schluss des Zuges, sondern hier, dahinter. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich würde sagen, ich lasse mal schnell laufen. Können wir ja machen. Wir bauen nirgends an der Linie rum. Da können wir die nochmal schön betrachten.
Es wurde noch geschrieben, der sei hässlich. Also die Loks seien hässlich. Ja, es ist halt Geschmackssache. Mir gefallen diese Züge, muss ich sagen. Ich finde die halt doch, ja, monumental schon fast. So, gut, der Zug, der fährt also hier lang. Und damit wir jetzt nicht ewig lange warten, baue ich dem mal ein Depot hier. Und zwar eins, in dem, ja, wo er hier reinfahren kann und hier wieder raus. Ich hoffe, er macht das dann auch. Wäre ich sehr froh drum. So, wenn wir das mal so hinstellen. Hier passt eigentlich auch noch ein Depot hin. Warum nicht? Ist freie Natur. Sozusagen eine freie Landschaft schon bald. So, das müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder in zwei Schritten machen. Da haben wir zu unserem Pech sogar noch genau das Signal im Weg. Ja, machen Sie mal so. Geht das? Ja, das geht. Okay, passt. Das Signal sollte hier eigentlich keinen negativen Einfluss haben. Denke ich mir mal. Gut, jetzt fehlt aber natürlich das Depot selber noch. Da machen wir ja nicht was Riesiges, nein, ich würde sagen, das ja, aber was Langes, genau. Ja, okay, doch nicht. Passt nicht hier hin. Ja, wir könnten natürlich wieder mal dieses hier nehmen. Das sieht doch eigentlich immer ganz nett aus. Haben wir hier noch eine Straße? Lasst uns das doch noch irgendwie mit einer Straße koppeln. Das sieht dann irgendwie auch besser aus, dann ist das ja nicht so alleine. Dieses Gebäude einfach irgendwo ja im Niemandsland im Niemandslaus, genau, diese Wortschöpfungen. Okay, wir ziehen das mal hier rüber. Das ist ja richtig schön gerade. Okay, die Straße hat natürlich eigentlich gar keinen Sinn, außer es ist eine innerstädtische Straße. Vielleicht bauen sie, wer weiß. Hier ist das eigentlich so weit gemacht, dass die bauen könnten. Sie machen es nur noch nicht. Hier hinten hat die KI schon mal wieder was gebaut. Okay, guck mal, jetzt, das geht doch hier wirklich relativ ruckelfrei, selbst wenn ich in die Nähe komme. Aber irgendwie muss das Spiel immer erst irgendwas, glaube ich, in den Speicher laden. Man muss einmal drüber scrollen und dann geht's. So, und jetzt ist hier die Straße halb fertig. Jetzt wäre irgendwie, wäre es noch gut, wenn diese Einbahnstraßen vielleicht sowas wirklich wie ein Ende hätten. Da gibt es, glaube ich, auch eine Mod dafür, aber ich habe die nicht mehr gefunden. Straßenende sozusagen. Oder was machen wir denn jetzt mit dem guten Stück? Wir könnten natürlich hier noch schnell rüber, ohne jetzt hier in üble Bauerei zu verfallen. Unten durch. Nein, alles zu krumm. Okay, wenn wir es hier machen. Bisschen mit Abstand. So geht's. Oh, und guck mal, sogar die schöne Steinbrücke. Das ist sowas von gekauft. Dankeschön. Das wertet dann nämlich hier auch unsere Güterstrecke wieder ein bisschen auf. Von der Höhe. Okay. Nicht, dass diese Strecke Aufwertung nötig hätte. Nein, nein, nein. Aber Schaden tut sie natürlich auch nicht. Hm, geht das nicht, weil da ein Bus im Weg ist? Was haben wir denn hier für ein komisches Konstrukt? Ja, dieses Zwischenstück, das kann ich wieder nicht abreißen, weil ein Fahrzeug im Weg ist. Okay. Ja, zwei Busse. Oh, ich kann nicht laufen lassen. Beziehungsweise doch, ich kann. Ich kann den Zug ja ins Depot schicken. Das funktioniert. So, ich hoffe mal. Ja, doch, der müsste den Weg finden. Dann haben wir hier nämlich die Straße soweit frei. Geht das schon oder ist da noch was im Weg? So, und schon ist diese komische Krümmung weg. Gibt das wieder so eine komische Krümmung? Nein, jetzt sieht es doch irgendwie halbwegs aus, wie man das so kennt von Straßen. So, dann können wir hier rein. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Rundkurs. Ich bin schon versucht, hier so Parzellen zu machen, damit sie hier bauen. Aber dann, das wird dann, boah, wird das eine Monsterstadt. Als ob Weißwasser nicht eh schon groß genug wäre. Okay, wir lassen mal laufen, damit wir den Zug hier ins Depot reinkriegen. Da können wir gucken, wie er schön hier unter unserer neuen Brücke durchfährt. Ja, nett. Was macht jetzt eigentlich der Bus hier hinten? Wo will der denn hin? Der freut sich so, dass er da eine neue Straße hat, dass er einfach mal gucken geht. Das ist schon eine echt neugierige Bande hier. So, Autosave. Das gibt es halt auch ab und an. So, dann wirst du umgemodelt. Da müssen wir ja nichts Großes machen. Wir brauchen nicht, weiß ich nicht, was zu kaufen, sondern die Lok hinten runter. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir sie raufkriegen. Wahrscheinlich muss ich die Wagen dann noch schnell runterziehen. Zugdepot Weißwasser Nummer 19.
guck mal, der Bus. Also, was machst du denn hier? Das ist nicht deine Linie. Das kann nicht sein. Tatsächlich, der hat sich einfach ein bisschen verfahren, der Gute. Okay, das ist... Ne, ich dachte gerade, das ist dieser Trainfieberbus, aber das ist was anderes. Der hat irgendwie die gleiche Farbe. Oh, und da hinten fahren Züge rum. Wow, ich würde lieber gucken, wie wir jetzt hier basteln, aber wir basteln. Also. Dich brauchen wir mal unten. Genau, und wenn ich dich jetzt raufnehme, bist du wieder hinten. Das habe ich befürchtet. Schieben kann ich dich nicht, nein. Ja, hilft nichts, da müssen wir mit den Wagen runter. Das geht wenigstens relativ schnell. Nein, nicht löschen. Oh, jetzt habe ich was gelöscht. Okay. Ja, es ist ja gut. Gucken nachher. Jetzt passt's. Jetzt nehmen wir da alle wieder rauf, ein bisschen langsamer. Denn wenn das verrutscht, wenn das ein längerer Wagen ist, dann landet man hier plötzlich auf dem X. Und dann hat man schon das Geschenk. So, jetzt gucken wir schnell, was fehlt. Falls das eruierbar ist, also Tanker haben wir. Erz haben wir, hier haben wir nochmal zwei Öl, hier haben wir Holz. Ich glaube, es war ein Holzwagen. Ja, können wir ja noch einen kaufen. Halt, Wagen. Hier aufmachen, Güter. Dann müsste hier irgendwo Holz sein. In greifbarer Nähe, denkste. Das ist immer noch ein Riesengescrolle, aber da kann man jetzt wirklich nicht mehr viel ändern, glaube ich. So, noch ein Holzwagen dazu. Wo ist der hingekommen? Den hat es jetzt ganz hinten rangemacht. Das heißt, der geht nochmal runter. Jetzt geht er wieder rauf. Jetzt müsste er zu hinterst sein. Stimmt das? Ja, jetzt haben wir hier viermal Holz. Gut. Linie zuweisen. Das war die Linie 82. Oder? Doch, müsste. Doch, ist die Linie 82. Das kann ich mir tatsächlich jetzt mittlerweile merken. So, und jetzt können wir noch mal zuschauen. Mach hier mal noch zu, dann haben wir mehr Bild. Jetzt haben wir die Dreifachtraktion. Das müsste doch jetzt so sein, wie es gedacht war. Hoffe ich mal. Wir gucken mal noch schnell. Ich wurde auch noch darum gebeten, nicht immer die Kamera gleich wieder wegzubewegen, wenn wir mal bei einem Zug zusehen. Ja, ich versuche mir das anzugewöhnen. Es ist halt, ich suche immer ein bisschen die schönste Position. Das habe ich schon im gestrigen USA DLC gesagt und da ist man dann halt doch irgendwie immer ein bisschen geneigt. Ja, die Kamera nochmal zu drehen. Oh, guck mal, da hinten kommt der andere Güterzug. Ja, wir müssen eigentlich bei der Strecke weiterarbeiten. Das machen wir, sobald wir hier nochmal ein bisschen geguckt haben. Wir haben die Strecke ja auch gebaut, damit wir was zu sehen haben. Das darf man nie vergessen. Da hinten kommt schon der nächste. Oh, oh, oh. Da laufen schon die ersten ein bisschen auf. Das lässt sich halt nicht verhindern. Der muss jetzt warten. Der hat da ein Signal beim Depot. Sehr schön. Mir gefällt halt auch das Geräusch von denen. Das klingt so richtig nach eben, nach Ächzen, nach Urkraft, nach ganz viel Energie, die hier aufgewendet werden muss, um diese vielen Wagen hier zu transportieren, zu ziehen. So, ich muss doch nochmal schnell eine andere Perspektive suchen. Entschuldigung. Okay, da fährt er von dann. Und unsere Laster und die süßen kleinen Motorräder, die dürfen auch wieder weiterfahren. Hier auf der Autobahn. Gut. Ich würde mal sagen, jetzt bauen wir hier weiter. Der Sinn steht mir schon danach den ganzen Tag. Wo war es denn? Hier unten, genau. Viel haben wir hier ja nicht mehr. Ich habe mal in der letzten Folge noch darüber sinniert, wo wir hier am besten den Bahnhof hinmachen. Ich denke, ja, so eine Art gerade Linie kann nicht schaden. Also sprich, einmal Bahnhof. Ja, genau, dann klickt man die Depots an. Was ist das denn hier noch? Aha. Das ist ein Güterbahnhof. Der ist auch neu. Guck mal, der ist ja aber auch noch cool. Ach ja, das ist dieser riesige. Der hat fast endlos viele... Ja, endlos viel Kapazität. Wir könnten natürlich mal so einnehmen. Den haben wir noch nicht auf der Map. Und der sieht natürlich schon relativ... Ja, würde mal sagen, fett aus. Wir bräuchten den aber dann doch... Ja, vielleicht nicht in der maximalen Länge, aber sicher mit zwei Gleisen. Jetzt hat's wieder umgestellt. Was ist denn das hier? Aha.
Ich habe hier Sachen drin. Hm. Wo ist er denn jetzt hingekommen? Der Güterbahnhof. Hallo? Der war doch gerade noch da. Jetzt ist er weg. Gibt's den bloß mit einem Gleis? Das war doch nicht der hier. Sag mal, spinne ich jetzt? Nee, das sind die Kohlenbahnhöfe. Jetzt ist der Bahnhof weg. Der war doch gerade noch da. Was ist das denn jetzt? Oder es gibt ihn nicht. Ah, okay, alles klar. Den gibt's nicht in der Länge. In der Länge? Auch nicht. Okay, dann müssen wir ihn in der Länge machen. Das ist eigentlich auch egal. Das wird ja nicht ein riesenlanger Zug oder ein elendlanger Zug, sondern ja, halt einfach unser Zug, der Erz und Kohle bringt. Wo machen wir den hin? Ich würde mal sagen, so wäre nicht schlecht. Machen wir mal so. Nee, das ist zu steil. Müssen wir so machen. Gut. Straße verbinden. Jetzt dachte ich echt, was das denn komisches. Aber ja, okay, dann ist das halt nicht konzipiert, dieses Teil, für allzu viele. Ach, aber nicht, dass ich jetzt hier nicht vorbeikomme. Dann kann ich ihn nochmal abbrechen. Abreißen. Ich mit meinem Abbrechen. Das Schweizerdeutsch. So. Ich wurde noch darum gebeten, ob ich nicht mal eine Folge auf Schweizerdeutsch machen kann. Ja, das ist eigentlich eine nette Idee, aber ich möchte ja nicht euch da draußen ärgern damit, dass ihr gar nichts mehr versteht. Also viele der Leute, die dann halt des Schweizerdeutschens nicht mächtig sind. Ja, jetzt muss ich ihn halt nochmal abreißen. Dann bauen wir ihn halt nochmal. Ich muss ihn nur wieder finden. Hier. Das war eh wieder der Falsche. Was habe ich denn jetzt vorhin wieder gemacht? Ja, das ist... Genau. Jedes Mal hat man was anderes im Kopf, während man was macht. Ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Sind wir hier nicht fast zu weit weg? Aber mit zwei Gleisen geht's doch. Gut, mit zwei Gleisen geht's. Aha, und länger? Geht's nicht mehr. Okay, ich habe es jetzt nur noch mal sicherheitshalber probiert. Aber zwei Gleise gehen. So, das ist ja ein Drama, bis man hier den Bahnhof hingestellt hat. Jetzt muss ich den ein bisschen weiter unten haben. Zum Glück war es zu nahe. Ich hätte noch den falschen Bahnhof hingestellt. Also falsch gibt es ja in dem Sinn nicht, aber nicht den, den ich ursprünglich wollte. Vor lauter Schweizerdeutsch. So, jetzt kriegen wir hier nämlich auch die Straße rein. Sehr schön. Ah, okay. Oh, jetzt kommen wieder die ganzen Straßenfahrzeuge. Da hängt noch ein bisschen Gras durch. Da kann ich, glaube ich, nicht viel machen mit dem Werkzeug. Da das ja... Ja, es hat schon gebaut. Wir hätten es erstmal platt machen müssen. Oh, guck mal, aber das ist ja... Das ist dann doch ein bisschen grafikbuggig. Schade. Nee, das ist so aber nicht schön. Jetzt haben wir es hier aber eigentlich platt hingekriegt. Ich mache mal ganz schnell Pause, sonst gibt das hier ein Durcheinander. Ich werde mal die andere Variante versuchen. Und zwar hier mit dem. Also jetzt einfach, um hier die Gegend sozusagen zu plätten. Das war aber nicht der. Den wollte ich, genau. So, dann haben wir das hier nämlich flach. Dann finden wir raus, ob das wirklich ein Bug ist. Oder, ja, woran es sonst liegt. Ja, dann war es halt eben nicht flach genug. So, die Straße müssten wir auf der richtigen Höhe haben. Kollision, aha. Jetzt. So richtig flach scheint mir das auch nicht. Ist so, jetzt halt so auf die Schnelle. Ja, mal gucken. Bahnhof. Zwei Gleise. Dann müsste der ja wieder hier sein. Da ist er ja. Mal eindrehen. Irgendwie sieht man doch hier unten schon jetzt, dass das wieder Gras gibt da. Der ist dann wie durchsichtig. Dann machen wir ihn... Ja, ich kann ihn nicht zu weit weg machen, sonst ist er zu weit weg hier von der Fabrik. Seht ihr das? Das ist doch links, ist es doch grün. Das ist ja ärgerlich. Wie sieht es denn hier oben aus? Hier wäre er eigentlich nirgends grün. Dann stellen wir den doch hier rauf. So, jetzt ist er halt ein bisschen abgesenkt. Okay. Damit kann ich eigentlich leben. Aber hier kommen wir nicht durch. Nee. Nee, das geht nicht. Das brauche ich gar nicht probieren.
Dann gehen wir eben hier außen durch. Ja, mit einer schönen Kurve. Ja, und schon hat man wieder eine Kollision. Okay, da müssen wir die Straße hier noch anpassen. Die brauchen wir eh nicht mehr. Sag mal, die Kurve war doch eigentlich... War sie doch ein bisschen zu eng dran vorbei. Glaubt man ja kaum. Ich dachte, es sei eigentlich fast schon zu weit dran vorbei. So, das müsste jetzt aber... Wehe. Na also. Geht doch. Gut. Dann fehlt hier eigentlich nur noch die Gleisverlegung. Beziehungsweise wir machen mal ganz schnell die Fahrzeuge hier oben. Ja, aber da müssen wir wieder gucken, was sie machen. Was transportiert ihr denn hier auf Linie 58? Güter. Okay. Sehe ich hier unten. Da hätte ich jetzt die Linie gar nicht aufrufen brauchen. Vor allem nicht, wenn es sowieso immer so lange dauert. Hallo? Jetzt. Okay, dann müssen wir Güterlastwagen haben als Ersatz. Haben wir hier eigentlich? Wir haben zwar Kohle. Okay, dann stimmt's jetzt. Ich glaube nicht, dass das gemeldet wurde, weil die falsche Fracht da stand. Nee. Sondern weil das halt einfach irgendwie komischerweise immer gemeldet wird. Aber jetzt hätten wir eigentlich schnell gucken können. Lass mich mal Pause machen. Kann man den jetzt hier einstellen? Nicht jetzt wieder 3 Stunden laden. Dankeschön. Jetzt ist wieder auf Nein. Sag mal, wollt ihr mich veralbern? Eigentlich müsste man doch jetzt einstellen können, dass er alles transportiert. Oder mindestens 2 Sachen. Also so geht schon mal nicht. Oder war das eine andere Linie hier? Ne, die 58. Ist doch die gleiche wie die hier. Warum war es denn jetzt da wieder auf? Nein. Ich mach mal nochmal alle Fenster zu. Lass mal ganz schnell laufen. Ich mache wieder Pause. Wie sieht es jetzt aus? Okay, jetzt passt's. Güter passt auch. Wir müssten mal schnell gucken, ob es hier ein Depot hat. Irgendwo ein Fahrzeugdepot hat es mit Sicherheit. Die Frage ist, wo? Das wäre eigentlich auch nicht so abwegig gewesen, das hier zu vermuten. Hier hinten ist es, okay. Straßenfahrzeug. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Lastwagen finden, der mehrere verschiedene Güter transportiert. Das tut er. Ja, haben wir hier aber nicht. Da können wir nur ein Stück gut auswählen. Dann hat bei mir entweder die Mod noch nicht gegriffen oder ich weiß es nicht. Denn beim USA-DLC war es so, dass zum Beispiel Öl und Güter dann, ja, die waren halt zusammengenommen. Wenn man das angeklickt hat, hat er die beiden Sachen dann transportiert. Muss man auch mal gucken, ob die Mod irgendwie bei mir nicht gegriffen hat. Wobei, das wäre komisch, wenn ich sie im USA-DLC habe. Dann müsste ich sie hier ja auch haben. Ich habe ja das ganz normal installiert. So, okay, wir gehen zurück. Wir haben hier gemacht, was es zu tun gab. Wir müssen... Wenn wir es wieder finden, hier hinten, die Gleise noch verbinden. Das ist, glaube ich, nicht mal so eine ultra krumme Geschichte. Allerdings halt, das hätten wir gerne. Was haben wir denn hier? Die alten Schienen mit Strom. Alt, Strom, okay. Haben wir hier unten noch nicht, werden wir noch machen. Doch, Strom haben wir. Doch, ist genau so, wie wir es brauchen. Sehr schön. Kann ich das in einem Happen? Ja, das ist irgendeine Kollision, okay. Das geht nicht in einem Happen. Vielleicht geht es hier. Das geht. Da schlägt er dann doch eine gewisse Grube. Okay. Wir hätten hier eigentlich nicht 2 Gleise gebraucht. Ist mir klar. Aber ich finde diese eingleisigen Bahnhöfe irgendwie ein bisschen leer. Was wir jetzt hier aber noch brauchen, ist natürlich eine Weiche. Wenn wir das Gleis benutzen, dann kommen wir nachher raus, wollen wir hier rüber. Dann lasst uns doch gleich mal wieder so eine Kreuzweiche bauen. Eine Hosenträgerweiche. Ist das so eine? Ich nehme es mal an. Gut, dann können wir die Signale setzen. Wir kommen von hier. Welches Gleis benutzen wir denn? Das ist eigentlich egal. Wisst ihr was? Wir warten noch mit den Signalen. Sondern wir machen mal zuerst neue Linie, wenn wir dürfen, falls das Spiel uns das gestattet. Na, alles andere geht jetzt echt irgendwie ein bisschen flüssiger, aber das
Linienaufruf-Dingens. Das dauert dann doch einen Moment. Halt, das war jetzt aber nicht alte Stelle hinzufügen. Das war's. Und wir wollen... ja, eine ordentliche Strecke. Da könnten wir zur Abwechslung vielleicht fast mal wieder einen schnelleren Zug nehmen. Nach hier hin wollen wir. Okay, was hat's da eingezeichnet? Ganz eine hässliche Farbe. Moment, was haben wir hier noch nicht? Gelb. Machen wir mal gelb. Ja, das würde zumindest hier stimmen. Hier hinten eigentlich auch. Und was machen wir da vorne beim Bahnhof Schönes? Da benutzen wir dieses Gleis. Das können wir so machen. Okay, warum auch nicht? Ich wollte es nur wissen. So. Hier ein Signal. Das gibt, wie gesagt, nicht einen wahnsinnig langen Zug. Also müssen wir auch nicht, weiß ich nicht, wohin hier mit diesem zweiten Signal. Dann machen wir gleich mal die Blocksignale. Können wir hier schön vor die erste Brücke. Hier rüber. Ich würde sagen, wir lassen das mal ganz rüber rasseln hier. Wir machen bei der Ausfahrt sozusagen wieder welche. Das ist so eine lange Strecke. Ich würde mal sagen, wir könnten zwei oder drei Züge hier fahren lassen. Da werde ich jetzt aber nicht auf diese Wunschzüge zurückgreifen, denn da sind teilweise noch die Wagen dabei. Und das sind dann doch relativ viele Wagen. Also das werden wir hier nicht machen. Denn wie gesagt, die müssen ja nur die Kohle und das Erz sozusagen holen da hinten. Wie sieht es denn hier mit dem Tunnel aus? Kommen da dann gleich Signale? Ne, hier. Ja, da können wir vor dem Tunnel noch mal welche machen. So, dann hätten wir das doch soweit abgeschlossen. Das heißt, wir kommen zum Zukauf. Wie sieht es mit dem Depot aus? Das ist so nicht erreichbar. Okay, wir müssten hier hinten vielleicht mal eine Konstruktion machen, die sozusagen alle Gleise versorgt. Die würde dann irgendwo hier wahrscheinlich das Depot geben. Sollen wir das mal abreißen und das für die zwei Gleise hier schon einrichten? Das wäre natürlich noch eine Idee. Was wir haben, das haben wir. Das sollte auch nicht eine Riesenaufgabe sein. Dann haben wir hinten richtig so eine richtige Weichenkonstruktion nachher. So, die werden wir auch gleich noch dazu nehmen. Erstmal hier parallel. So. Doch, das passt soweit. Ja, eigentlich hätte ich hier... ja, ich werde das nochmal umbauen dann. Das wird so Kreuzweichen und Sachen geben. Muss ich mal noch gucken, wie ich das genau mache. So, jetzt im Endeffekt haben wir jetzt mal hier, was wir wollten. Gut, dann machen wir hier hinten jetzt aber, wenn wir schon... ja, ja, wenn wir schon den Platz haben, dann gönnen wir uns doch jetzt hier dieses lange Depot. Das ist ja schon ein Gerät. Wow, und völlig in der Erde drin. Auch irgendwie nett. Hat was. Gut, wie sieht es denn von vorne aus? Das möchte ich auch noch schnell sehen. Cool. Doch, das hat irgendwie was. Mit dem schönen Himmel da im Hintergrund. Und dahinter ist nur pure Landschaft. Wunderbar. Gut. Züge. Jetzt könnte ich natürlich doch einen kurzen Blick auf die Wünsche werfen. Ist da irgendwas ohne Wagen? Jetzt schreien alle ja, ja, ja. Aber, nee, da ist alles mit Wagen. Wobei die ÖBB L44 in Doppeltraktion, das wäre noch ein Wunsch. Finde ich das? Jetzt muss ich wieder gucken. Nicht, dass ich 10 Tage suchen muss. ÖBB L44. Oh, 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 oh. Sonst mache ich hier halt wieder einen kleinen Schnitt. Ihr kennt das ja langsam. Ja, guck mal einen an. Da bin ich wieder. Da haben wir sie. Ich musste einen Moment suchen. Aber ja, das ist auch nichts Neues, dass ich mal was suchen muss. Wir kaufen sie jetzt, die ÖBB L44. Universallokomotive für Güter- und Personenverkehr. Modernisierte Version der 1044 ausgestattet mit Wendezugsteuerung. Das klingt ja schon mal gut. Okay, und die in Doppeltraktion. Und dann brauchen wir dafür natürlich Erz- und Kohlewagen. Güter. Jetzt können wir gleich mal bei den Zügen gucken, ob das irgendwie, ob hier die, dass der Patch, das Update gegriffen hat.
Wo haben wir denn? Nee, entweder oder. Okay. Ich möchte aber eigentlich andere Wagen. Bin ich da jetzt dran vorbeigerauscht? Schon wieder bin ich am Scrollen. Die gefallen mir halt schon relativ sehr gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal... Ja, für eine Doppeltraktion, das dürfen dann doch... Kohle. 1, 2, 3, 4. Wobei der Bahnhof da hinten, der ist ja nicht allzu lang. Aber wir können auch nicht mehr Lokomotiven als Wagen haben. Das ist auch irgendwie doof. Ja, wir versuchen es mal mit 4, 4. Also jetzt den hier mit Erz. 1, 2, 3, 4. Stimmt das? Okay, das stimmt. Jetzt müsste ich noch wissen, was das hier für eine Linie war, wenn ich das noch auswendig wüsste. Also die da vorne, die gelbe. Die Linie 124, okay. Linie zuweisen. 124. Halt! Mist! Jetzt wollte ich den eigentlich noch klonen. Machen wir ihn halt nochmal. Dann lassen wir die erstmal rausrasseln. Müsste ja eigentlich freie Fahrt haben. Wow, cool, mit Licht. Das ist ja nett. Sehr schön. Danke für den Tipp, sowas liebe ich ja. Die hat doch tatsächlich sogar Licht, habt ihr gesehen? Und das ist angegangen. Das ist nicht irgendwie... Ja, immer. Oder ist es, wenn man näher kommt? Wow, danke für den Tipp. Das ist wirklich eine klasse Lokomotive. Seht ihr, deswegen bin ich auch immer dankbar für die Tipps. Das, ja, wie wäre ich denn jetzt ohne den Tipp auf diese Lokomotive gekommen? Das wäre schwierig geworden. Oh, wo fährst du eigentlich hin? Die hätte doch hier durch gemusst. Kommt sie denn hier hinten noch aufs entsprechende Gleis? Nein. Da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Aber wisst ihr was? Genau deswegen und nicht nur deswegen schicken wir sie nochmal schnell ins Depot. So, dann können wir den Zug nämlich noch schnell klonen und dann gucken wir, wo hier der Fehler ist. Eigentlich müsste der Zug doch, er kann auf dieses Gleis, er kann auf dieses Gleis. Warum? Haben wir die falsche? Nee, ich dachte, hat man die falsche Linie zugewiesen? Nee, wir gucken. Jetzt wird erstmal geklont. Das machen immer alle so, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann klont man mal zuerst. So, Zug kaufen. Nee, Zug klonen, sobald er drin ist. Na, jetzt. Das müsste doch jetzt hier noch gehen, Fahrzeug klonen. Sehr schön. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell. Das ist doch die Linie hier. Warum geht denn der olle Zug nicht da rauf? Ach, wisst ihr was? Das Rätsel werden wir in der nächsten Folge lösen. Irgendwie kriegen wir den Zug schon auf die Schiene, auf die er soll. Und sonst werde ich schimpfen mit ihm. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.